Käse. Hier unten, dieser Kommandant führt keine Armee jedoch bereits. Ach so, okay, das ist ja eine Burg. Den wir noch zwei Runden nach zurückhalten müssen. Mann, der ist so schnell. Attentat, kritischer Erfolg. Das ist natürlich schlecht. Summon me if you dare. Time for a reckoning. So, und jetzt holen wir uns hinten aber definitiv die Festung jetzt, so. Da kann hier noch so viele Erfolge machen. Die schnappen uns, die verschissene Festung. March. So. Ready. Oh, da hatte ich eine kleine süße Armee aufgestellt. Oh, und unser Runenschmied hatte Level Up. Ja, wunderbar. Versuchen wir einfach mal ein Attentat mit dem Runenschmied. Gescheitert. Schade. Hätte klappen können. Why not? Jetzt zieht hier auch weiter. So, und jetzt müssen wir immer noch mit dem Eismechanikus hier dem verkackten anderen Typen hinterher eiern. Weil der muss ja hier irgendwo stehen, theoretisch. Da hinten, da kommen wir wieder nicht ran, wa? Nee, natürlich nicht. So, okay. Und dann nicht. Vielleicht schaffen wir es ja mit dir nochmal. Ein Attentat hier. Gescheitert. Meine Fresse, ey. Kriegen die denn überhaupt nicht gebacken bei uns? Zwerge sind für einen unfairen Kampf echt zu unfähig. So, jetzt herauskriegen, wo hier die Orks sich aufhalten, ist schon... eine ordentliche Hürde. Die Hürde. Haben wir noch irgendwas Schönes? Attraktiv, öffentliche Ordnung. Na wunderbar, schön, wenn er attraktiv ist. Der Kollege hat auch gleich schon Level Up. Zufbar, hier können wir irgendwas ausbauen. Wir verstärken hier auf jeden Fall erstmal die Tore mit. Sofern wir welche da haben. Die wir verstärken können. Ja, momentan mit dem Geld. Können wir es uns ruhig erlauben, sag ich mal. Dann werden wir jetzt hier mal einfach ein bisschen überall was ausbauen, wo was auszubauen ist. Einkommen sollten wir auf jeden Fall mit erhöhen, wo es geht. Haben wir beide schon? Ja, nehmen wir die Tore. So, hier unten kann man auch noch ein bisschen was bauen. So, für mehr reicht unser Geld nicht und wir haben sämtliche Armeen und so weiter besiegt. Oh, entschuldigt. Muss doch mal hier langsam, dass wir ein Attentat erfolgreich kriegen. Zieht er uns? Nee, wo holt der denn hin ab? So, wunderbar. Aber ich will erstmal zu unserem Meister Mechanikus. Vielleicht schafft er es jetzt immer noch nicht. Ach Mann, ey. Wenn der nichts ausüben kann, bringt das doch alles nichts. Kriegen wir nie auf Stufe 10. So, vielleicht schaffst du jetzt einen Attentat auszuüben. Eine Erfolgschance von 55%. Ey, meine Fresse.
So, dann löschen wir euch eben so aus. Mir auch gleich. Ja, das Ding ist, wieso ich jetzt so spiele momentan. Ich kriege ja den Meistermechanikus, wie ihr mitkriegt, überhaupt nicht auf Stufe 10. Und... von daher, oh, vielleicht haben wir gleich nochmal eine Chance. Dadurch versuche ich einfach die anderen Völker, mit denen wir im Clinch sind, zu besiegen, um den Meistermechanikus nicht weiter skillen zu müssen, sage ich mal. Gegen große Feinde, 15. Ja, machen wir es einfach mal so hier. I am the Slayer King. So, hier wird er auf jeden Fall nicht mehr groß rauskommen können. Zack. Wo haben wir denn dich? Schaffst du denn vielleicht endlich mal erfolgreich deinen Attentat zu verüben? Wobei eine Chance von 33% immer noch auf ein positives Ereignis. Irgendwann muss es ja mal werden. Rekrutierungskosten, zack. Na, weiter geht's hier. So, gehen wir hier aus dem Zustand raus. Da sind wir unterlegen. Keine Ausrüstung verfügbar. Dann umkreisen wir sie. Dann umkreisen wir sie eben. Über 6 Runden. So würden wir auch rankommen. Na, dann bleiben wir aber lieber am Tunnelnetzwerk. So, wenn wir es jetzt... ah, wunderbar, mit beiden Armeen an der Seite. Zack. Haben wir doch... oha, ist aber ordentlich ausgebaut, die Festung. Aber haben wir trotzdem eine dicke Siegeschance. Wunderbar. Zack. Niederreißen selbstverständlich. Das Gold können wir verzichten. So, und geht's hier hinten langsam lang. Da unten sind die Grenzgrafen unterwegs. Streitkräfte. Wen haben wir denn noch nicht? Du hattest ein Level-Up, habe ich ganz gut gekriegt. So, erbarmungslos. Einmal so. So, mein Freund, du hattest auch ein Level-Up. Ah, okay. Dachte schon, den haben wir noch gar nicht zugewiesen mit Level 6. Wäre etwas sehr fahrlässig gewesen. So, und Torgrim Gräuber zieht hier weiter von dann. Hier ist ja schon alles kaputt. Ah, okay, hier sind die Telea unterwegs. Scheinen sich hier auch die äußere letzte Festung zu schnappen. So, die besten haben wir schon bewegt. Meine Freunde, die Orks, wo seid ihr? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Und da ist er, den habe ich ihm gesucht. Aber doch, gegen Orks sind auch die was. Schlechte Genauigkeit. Dann nehmen wir die nochmal hier mit. Und das war's dann auch, ha? Ja, irgendwann muss ich ja mal da unten gegen die Leute vorgehen. Und hier irgendwann vielleicht mal einen Attentat gebacken kriegen. Ich hoffe, dass ich dem jetzt hinterher eiern kann. Aber der rennt ganz schön weit. Was ist das denn für eine Fahne? Ach, das wird wahrscheinlich hier ein Aufstand sein in der Region. Aha. Ah, na, 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 bleib stehen, bleib stehen. Nicht, ach Mann, ist er wieder zu weit. Aufgabe erteilt. Für den Slayer-König, aha. Entsendet einen Tain. Nach Zufbar, okay. Ach, so ein Zufall, dass hier auch gerade ein Tain wieder zur Verfügung steht.
der nicht hier ist. Schon wieder irgendwo anders steht. Gut, müssen wir eben schauen, wo er gleich steht. Gehen wir wieder von oben alles durch. So, kommen wir bitte hier unten an den ran. Geht echt nicht, ne? Attentat, bitte. Gescheitert, mein Gott. Kommen wir endlich mal ran und dann wieder sowas Dummes. So, ein Attentat aus dich vielleicht. Erfolg, Dankeschön. So, wunderbar. So, und auch euch vernichten wir. Schwing die Axt, mein Slayer-Freund. Ha! So, 88 können sie behalten. So, Fraktion vernichtet. Die Vagar sind vernichtet, ausgelöscht. Von der Fraktion bleibt nur ein schallendes Gelächter an düsteren Götter. So, kannst du dich ihm noch anschließen? So, dann kannst du hier nämlich auch weiter von dann ziehen. Theoretisch, ja, wir lassen ihn erstmal hier. So, da mit dir, mit euch hin. So, und was ist hier bei euch los? Ziemlich angeschlagene Armeen, aber ihr müsst noch ein letztes Dorf vernichten. Da werdet ihr definitiv nicht drum rumkommen. Und zwar das hier unten dürfte dann auch mit das letzte, glaube ich, sein, der Skerlinger. Ja, ja, dürfte mit das letzte sein. Schon mal sehr schön. So. Den haben wir bewegt, den haben wir auch bewegt. So, was mit dir? Schaffst du es vielleicht mal irgendwann hier ein Attentat erfolgreich auszuüben? Attentat, bitte. Bevor es irgendwer anders macht. Gescheitert, natürlich. Warum auch nicht? So, wo stehst du hier, mein Freund? Hä? Ach, jetzt ist der Teil nach hier oben gekommen. Ist ja auch sehr schön. Sehr sinnlos. Wobei sinnlos. Hier hinten flieht ja der eine laufend. Achso, ne, die haben wir jetzt komplett vernichtet. Damit kann der auch nicht mehr fliehen. Ja, gut. Das Tunnelnetzwerk kann er nicht mehr. I'm not gonna die standing here. What? Ja, schließ dich den an. Wo bist du hier, mein Freund? Du bist immer noch hier dabei, die Wildnis zu durchstreifen nach den Orks. Nach der Orkse, die hier noch keiner irgendwie sieht. Hä? Hey. So. Das war's auch wieder mit der Runde. Dum-dum-dum-dum. Na klar, flieht mal. Ich brauche die Teile hier unten und da oben sind sie. Jetzt erstmal gucken, wie wir Meistermechanikus hier noch runterkriegen. Oh, hier haben wir ja noch einen Skerlinger, ne? Nur. So, hier erstmal eine Forschung noch betreiben. Ist schon wieder vorbei, die eine. Unterhalt reduziert, Rekrutierungskosten Eisendrachen machen wir nicht. Rüstung für Infanterie ist gar nicht mal so verkehrt. Aber der Unterhalt ist auch schon auf die Masse gesehen ziemlich dick. So, das war's, mehr konnten wir hier nicht ausbauen.
So. Wird hier unten auch eine etwas dickere Streitmacht. Ja, wie gesagt, merkwürdig. Keine Ahnung, wo hier die Orks hin sind. Schloss Tempelhof, wir haben ja alles aufgeräumt. Wir können hier nicht mehr groß irgendwas machen. Das Handelsding hätten wir theoretisch gar nicht ausbauen müssen. Oh, da oben können wir noch was ausbauen. Genau, das bauen wir hier hin. Können wir das nämlich abreißen und dafür gleich hier für die Belagerungsmaschinen und so weiter bauen. So, mit der Streitmacht gehen wir jetzt hier auch mal demnächst vorwärts. Ich überlege, ob ich hier unten helfen muss, aber ich glaube nicht. Aber andersrum, sonst kacken die sich da so aus, das Imperium. Man weiß es immer nicht. Wir ziehen mal mit denen hier nach unten. Ich hoffe, dass die da mal was gebacken kriegen. So. So, den lassen wir mal hier hinlaufen. So, schließe ich mal den hier wieder an, bitte. I must fulfill my thirst for war. Yes! Throne bearers, move! So, die dürften hier aber auch reichen, theoretisch. This slayer in me seeks death. Verdammt. My slayer oath prevents me. Tja, so. Dürft ihr hier hinten mit? Wie gesagt, das letzte... Ach. Ach, hier stellt sich uns nochmal eine Armee entgegen. Asinine Mortal! Let us begin! Okay, wie machen wir das? So. Genau, die werden wir hier stehen lassen. So, als Opfer quasi, und mit denen hier werden wir einen Hinterhalt planen. Vielleicht kommen die uns ja entgegen. So, die können wir nicht mehr groß bewegen, ihn auch nicht. Stücke können wir noch bewegen, in den Bergpass hoch. Damit war es das auch schon fast wieder, wa? Ja, hier, wo sämtliche... Attentate fehlschlagen. Na klar. Hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Kannst du auch mal hier runterkommen? Und bei euch hier, habe ich gehört, können wir noch ein bisschen was ausbauen. So, sehr schön. Können wir den hier bauen. Das da reißen wir ab. Mehr Einkommen. Mauern verstärken. Auf Gebäudestufe 3 bitte bringen. Zack. Ich hoffe nicht, dass die Orks jetzt irgendwo hochgeschissen kommen von irgendwo noch. Dürfte aber theoretisch nicht der Fall sein. Naja, wie gesagt, gucken wir mal. Warten wir mal ab. Dum 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 dum. Na los, nur mal schon. Nur mal schon. Ah, hier hinten. Und ach, hier ist schon südlich, da ist das Imperium schon. Die werden jetzt vertrieben, wie es aussieht. Okay, dann sollten wir dem Imperium dort unten im Süden mal ein bisschen wirklich demnächst helfen hier. Oh, haben sie schon vernichtet. Ah, wer ist denn da tatsächlich in unsere Falle gerannt? Warum denn nur mit so einer kleinen Armee? War das nicht eine volle Armee? So, war auf jeden Fall ein entscheidender Sieg. Ach so, wir haben hier unten bloß geholfen. Nee, verdammt, war gar nicht die Falle. Okay, 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 das war woanders. War hier mit unserem Torgrim, haben wir nur unterstützt. So, die sind ja jetzt erst dran hier. Die Skerlinger. Und? Mein Freund, kommst du in die Falle? Nee, kommt er noch nicht ganz. Aber so können wir ihn Laura entdeckt. Im Hinterhalt.
Okay. Nehmen wir ihn, wa? Oder den attraktiven? Nee. Let us begin. So. Let us begin. Also, du gehst jetzt bitte erstmal ins Tunnelnetzwerk. Hey, I'll move. So, und was haben wir jetzt hier im Westen? Yes. Wenn du jetzt hier rauskommst. Onward. Go on then. Let us be about this. So, du läufst dahin. Ah, jetzt, okay. Und dann unterstützt ihn auch. Würden wir mal gucken. Ah, okay. Dachte schon, wäre passend für so eine Abschlussschlacht irgendwie. Ist aber nicht so wirklich der Fall. Beards in belts. The axe thirsts for war. Time for a reckoning. Na los, na komm schon. Lauf mal hin hier. Schauen wir doch mal, ob wir dich hier nochmal vertreiben können, mein Freund. Wieder ein entscheidender Sieg und er kippt nicht um. Doch, er kippt um. Beim zweiten Mal kippen sie alle um. So, erhaltene Rüstung, wunderbar. Wamrag. Wamrag, ding dong. Ramram, ding ding dong. Rablablablablablam, ding dong. Na? Move. Move. Summon me, if you dare. Auch du kannst noch sünden, mein Freund. Und eurer letzten Artzüge werdet ihr auf jeden Fall hier das Gebiet noch angreifen und vernichten. Ach, und beide hatten Level up, ne, nö. Dann kriegt ihr auch mal eure verdienten Punkte. Zack, Nummer Uno. Und jetzt kommt du. So, verdiente Rune. Zack. So, der hat einen zugewiesenen Pfad. Was ist mit dir? Schaffst du es denn jetzt immer endlich? Ich meine, ich glaube immer noch nicht dran. Immer noch eine 33%ige Chance. Kritisch gescheitert sogar. Na, sauber. Ja, besser so als anders. Du verdient es nicht weiter zu leben. So, was haben wir mit Thorgrim Grollbart hier jetzt? Ach, wenn man hier in diesem Dingsmodus ist, kann man gar nicht so weit vorplanen, wie es aussieht. So, du marschierst bitte bis dato. Wo haben wir denn die hier stehen? Ich sehe hier echt keine Orks, wa? Irgendwas scheint hier nicht wirklich hinzuhauen. Shoulder axes, lads, we move. So. Bis dato kriegst du deinen Fahrt programmiert. Die Skellinger müssen irgendwo doch noch was haben. Achso, hier hinten wahrscheinlich das letzte Dorf. Stimmt, konnten wir ja noch nicht angreifen. So, okay. Angreifer Grenzgrafen. Ihr seid der einzige Verbündete dieser Fraktion, Verteidiger.
Ach so. Klar treten wir dem bei. Die haben die Orks ausfindig gemacht. Das ist sehr von Vorteil. Ich dachte schon, die wollen uns jetzt angreifen. Hat mich eben gerade schon etwas gewundert. Flieht euch mal in eure Festung. Unsere Zwergenarmee da oben kommt gleich. Tja, der rennt auch noch weg. Wird hier nicht mehr allzu viel nutzen, mein Freund. Diese wilden noch mehr Orks kommen. Okay. Durch den Gebirgspass, genau, kommen wir hier eh in den Süden. Moving. Let us begin. Unto glory for the ancestors. So, der hat seine Route noch drin. Und dann werden wir hier eben diese Festung noch schnell dem Erdboden gleich machen. My axe thirsts. Let us begin. Beards in belts. My axe thirsts for war. Ready. Wieso unterstützen die denn hier nicht? Won't happen. What? Time to slay the oathbreakers. Entscheidender Sieg, wunderbar. Dürfte auch damit das letzte Dorf des Gerlinger gewesen sein. Und niederreißen selbstverständlich. Drachenhelm bekommen, wunderbar. Geroll abgebrochen. Übt erfolgreich ein Attentat, gut, klar. Skerlinger ausgelöscht, von dieser Fraktion bleibt nur noch schallendes Gelächter. Was sehr, sehr schön ist. Die haben angegriffen, aber die können nicht mehr weiter was groß machen. Allerdings können sie sich noch ein bisschen bewegen. Eventuell holen ja die Telea hier so ein bisschen was ein. So, warte mal, da drüben haben wir den Teilen zu stehen. Sabotage auf Dida. Dich stellen wir mal dorthin. Wo bist denn du, mein Freund? Achso, das war der Teilen hier. So, den hatten wir schon. Der läuft automatisch. In der nächsten Runde. Der Runenschmied hat ein Level abbekommen. Die Wutrune Angriffsbonus schieben wir ihm auch nochmal zu. So, mein Freund, wo treibst du dich rum? Du bist hier hinten auf der Suche nach den Orks gewesen, die sich jetzt ganz woanders rausgestellt haben. So, ihr lauft auch alleine in der nächsten Runde. Haben wir schon bewegt. Und auch ihr könnt wieder zurück, denn dort droht keine Gefahr mehr im Norden. Ja, beenden wir die Runde. Da läuft unser Hochkönig. Thorim Grollbart. Jetzt haben wir nur noch eine feindliche Fraktion und das sind die Estalia. Müssen wir mal schauen, wie wir die auslöschen können. Beziehungsweise was heißt wie, die werden wir auf jeden Fall vernichten. Die Frage ist jetzt, ja, ist nur noch eine Frage der Zeit, mehr oder weniger. So, und da attackieren sie uns auch. Ja, dumm, dass hier die Attentate absolut nicht klappen gegen Estalia. Oh, und die hatten auch einen Erfolg, wunderbar. Dann brauchen wir wieder einen neuen Kommandanten. Die kippen hier momentan so schnell um. Unförmig, wunderbar. Let us begin. It's time for reckoning, ja. Das ist richtig. So, bis dato ist rot, wenn wir mal die neue Route vorplanen. So, allerdings verabschiede ich mich damit erstmal von euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen Kommentar da lassen. Momentan sind wir auch mehr als reich. Ich werde jetzt erstmal wieder eine Pause machen. Was ihr wahrscheinlich nicht mitkriegen werdet, da ihr die Videos täglich im Anschluss seht. Wie gesagt, Däumchen, Kommentar dalassen, würde mich freuen.
Ich antworte auf jeden Fall und damit sage ich, macht's gut und bis dann. Ciao, Luxor.